Am Flughafen Frankfurt kontrollieren Andreas Scharnhorst und Daniela Carvani vom Pflanzenschutzdienst gemeinsam mit dem Zoll. Viele Touristen bringen Obst und Gemüse mit und viele wissen es nicht, das ist verboten. Diese Familie reist aus Indien ein, mit frischen Mangos im Gepäck. It's forbidden to bring fresh mangoes into the EU. It's forbidden. You need a phytosanitary certificate for this kind of fresh fruits and vegetables. Okay? Now we must sort it out and go to the destruction of the fruits. Okay? Andreas Scharnhorst schaut in alle Taschen der Familie. Mangos sind zu Recht verboten, denn mit ihnen können Pflanzenschädlinge nach Deutschland gelangen. Unsere ganze Umwelt besteht ja immer aus Spielern und Gegenspielern, was die Pflanzenwelt angeht. Ne? Also immer Fressfeinde sozusagen. Ne? Und wenn jetzt was Neues reinkommt, sind ja die Pflanzen überhaupt gar nicht darauf eingestellt. Und das führt natürlich zu großen Problemen dann. Ne? Wenn jetzt ein neuer Schaderreger reinkommt, macht der große Schäden. Pflanzen sind nicht angepasst. Dann haben wir natürlich auch teilweise Probleme beim Anbau. Ne? Und da gibt es dann wirklich Schwierigkeiten, dass man dann viel mehr Pflanzenschutzmittel vielleicht einsetzen muss, ne? Oder ganze Kulturen im Prinzip nicht mehr angebaut werden können. Für die betroffenen Landwirte wäre das eine finanzielle Katastrophe. Auch deshalb sind die Kontrollen so wichtig. Der Kollege vom Zoll findet in jedem Koffer Mangos. Das sind indische Honigmangos, die sind noch ein bisschen unreif, normal sind die gelb. Very tasty mango. This is grow in India, yeah. In a specific region. Mm-hmm. And famous for worldwide famous. Yeah, is Alfonso? Yeah. Okay. Alfonso Mango. Smell it. Yeah, yeah. Smell it. It's very good. Yeah, yeah. I know it. Bei den duftenden Mangos bleibt es nicht. Eine Plant, Bambusplant. That's not good. Small plant. Mm-hmm. Yeah, that's also forbidden. That's bamboo. Bamboo, yeah. Yeah, yeah. Mm. Indian bamboo. Yeah. Okay. Warum ist der Bambus so schlimm? Bei den Pflanzen haben wir ganz, ganz viele Viren und Bakterien, die jetzt in den Pflanzen selber drin sein könnten. Wir put in glass bowl and dining table this plant. This okay. Und wenn die Pflanzen jetzt hier angepflanzt werden, ne, dann können die ja ins Erdreich übergehen, sich weiter verbreiten und so weiter. Und deswegen ist es bei Anpflanzen zum Anpflanzen richtig schwierig, weil die Schaderreger, die jetzt in der Pflanze drin sind, ja weiter überleben, auch über einen längeren Zeitraum. Ne? Und dann ist natürlich die Gefahr, dass sich da was verbreitet, noch viel größer. Die nächste Pflanze ist sogar noch gefährlicher für heimische Arten. Oh, das ist Curry. Ja, Curry leaves. Mhm. Okay. Also hier haben wir eine Curry-Pflanze. Und gerade Curry ist eine Hochrisikopflanze. Ne? Also es gibt eine EU-Richtlinie, wo praktisch auch Pflanzen extra nochmal aufgelistet werden, die hochrisikobehaftet sind, weil mit diesen sehr viele Viren und Bakterien übertragen werden. Und die Curry-Pflanze gehört dazu. Da ist sogar der Import von frischen Blättern verboten in die EU. Ne? Also selbst wenn man da ein Pflanzengesundheitszeugnis hätte, ist es komplett untersagt, diese Pflanzen mitzubringen. Das Gefährliche ist, die sind sehr schnell übertragbar für Zitruspflanzen. Und wir haben ja in Südeuropa ein riesengroßes Anbaugebiet mit Zitrus. Und da würde dann praktisch der Schaderreger auf die Zitruspflanzen übergehen und dann dort großen Schaden anrichten. Ja, das ist seed for growing this plant. Wie schaut es mit denen hier aus? Seeds. Oh, seeds is also forbidden. Vegetable Seeds. Ja. Vegetable Seeds. Ja, das ist immer ein bisschen problematisch. Ne? Also das Saatgut, sobald das in die Erde kommen soll, ist es verboten. Okay. Ja. All Indian Vegetables. Ja, 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 ja. Okra, Aubergine, Lufa, Bohnen,
nochmal Bohnen, Beutelgurt, Momodika, nochmal Auberginen und Gurke. Ja, das. Kukumber. Ja, ja, Kukumber. Gurke, genau. Das ist für Ukraine. Ja, ja. Mhm. Das sind auch Seeds? Das ist für Eat, oder? Ja, das sind Seeds. Ist das für Planting? No, no, not planting. We use in making bread and all. Ah, ja, okay. Dann ist es okay. Mhm. Also es ist nur tatsächlich alles, was angepflanzt wird. Mhm. Im Prinzip kann man auch mit Saatgut Viren übertragen oder Bakterien übertragen. Ne? Die bleiben trotzdem in den Samen drin. Und wenn die dann hier ausgesät werden, dann kommt im Prinzip dann die Krankheit dann auch raus, ne, aus der Pflanze. Also die sind ja vorher schon mal infiziert, dann wächst die Pflanze und dann bildet sich die Krankheit im Prinzip aus. Andreas Scharnhorst sortiert gründlich aus. Nicht auszudenken, wenn die Familie das alles eingeführt hätte. So, dann haben wir hier noch Zitrusfrüchte. Hier ist hier mal auch schon. Hier, ne, das ist so ein typisches Symptom, sag ich mal, für Fruchtfliegenbefall. Ne? Weichstelle. Und wenn man jetzt hier drauf drückt, ist das schon alles sehr babbig. Ich denke mal, wenn man jetzt hier genauer mit dem Mikroskop drüber schaut und mit dem Binokular, sieht man dann schon die Fruchtfliegenlarven da drin rumkrabbeln. Ne? Gerade eingeschleppte Fruchtfliegen können heimische Obstsorten mit diversen Krankheiten anstecken. Jetzt so? Das war alles. Alle anderen Taschen haben wir. Okay. So now we must destroy these things completely. And you must pay now for the destruction. Andreas Scharnhorst und Daniela Carvani vom Pflanzenschutzdienst kontrollieren Reisende und ihr Gepäck am Frankfurter Flughafen. Immer wieder finden die beiden verbotenes Obst und Gemüse. So auch bei dieser Familie aus Indien. So now we must destroy these things completely. And you must pay now for the destruction. The problem is, when you bring fresh fruits, vegetables and seeds and so on into the EU, then we had the problem that we get new diseases here in the EU, new plant diseases, new plant pests. Yeah. And that's a problem for our nature. Yeah. And crops, but, and so on. But the small plant, bamboo, if allowed, then I want to keep with this. No. Plant? Sorry, plants absolutely forbidden. It's absolutely forbidden, sorry about this. Die Frau ist den Tränen nahe. Gerade an der Bambuspflanze scheint ihr Herz zu hängen. Andreas Scharnhorst erklärt dem deutschsprachigen Abholer den Ernst der Lage. Es waren da auch ein paar Bambuspflanzen dabei. Das Problem ist, die Pflanzen haben Importverbot. Die dürfen so nicht rein. Das ist verboten. Ja, das geht leider nicht. Also das tut mir auch leid, dass das jetzt für euch da problematisch ist, weil die sind ja wahrscheinlich für irgendwelche religiösen Zwecke gedacht, gell? Wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Ja, aber das geht nicht, das ist zu gefährlich. Ich gebe sie Ihnen gerade mal wieder und dann können Sie ihr das ja auch nochmal erklären. Ne? Und richten Sie ja aus, dass es halt echt problematisch ist und dass es mir leid tut, dass er das jetzt nicht mitkriegen kann, aber das ist zu gefährlich für die Umwelt, dass er das mit reinbringt, okay? Bei Kontrollen kommt das schon häufig vor, dass die Leute sehr emotional werden, ne? Weil sie bringen dann Sachen mit aus Omas Garten für die Angehörigen hier, ne? Teilweise sagen sie, okay, ich brauche das unbedingt als Heilkräuter für kranke Familienangehörige. Und das ist, kommt schon oft vor, dass die Leute da sehr emotional werden. Ne? Andreas Scharnhorst kann das gut verstehen. Dennoch, es kann immer diese eine Pflanze sein, die dann andere Pflanzen ansteckt und zu Ernteausfällen führt. Die Familie aus Indien zahlt die Bearbeitungsgebühr von 39 Euro bei Daniela Carvani. It's okay now.
and maybe you can think about it and bring no fresh fruit and fresh plants next time. Yeah. So this is an information for you and your family. Yeah. And your passport. Thank you. Right, help you with your... Yeah. Okay. Wenn jetzt, wie in so einem Fall, das tut mir ja schon sehr leid, dass man dann den Leuten das abnehmen muss, weil sie ja tatsächlich wirklich was damit verbinden. Ja. Wenn aber Leute trotzdem, dass sie es wissen, dann frisches Obst und Gemüse mitbringen, ja, wo man dann die Flieger schon mehrfach kontrolliert hat und das auch eigentlich in den Communities klar ist, dass man es nicht mitbringen soll und die Leute es dann trotzdem immer wieder einfach probieren, ne, dann habe ich auch kein Mitleid. Die indische Familie verspricht, in Zukunft keine frischen Pflanzen mehr mitzubringen. Denn Andreas Scharnhorst und Daniela Carvani können sie dann nur noch wegwerfen. Das wollen weder die beiden noch die Reisenden. Am Frankfurter Flughafen kommen nicht nur Reisende an, sondern auch frisches Obst und Gemüse aus der ganzen Welt. Doch rein darf nur, wofür der Pflanzenschutzdienst grünes Licht gegeben hat. Also hier findet man Früchte und Gemüse, wo man denkt, was ist das denn? Das Perishable Center am Frankfurter Flughafen. In dem riesigen Kühlhaus für alle Frischwaren müssen die Pflanzenschützer Daniela Carvani und Andreas Scharnhorst unter hunderten Tonnen Ware winzige kleine Insekten und Krankheitserreger aufspüren. Also hier haben wir jetzt Mangos aus Pakistan, das sind Honigmangos. Und bei denen schauen wir halt nach Fruchtfliegen. Ne? Die werden extra in Pakistan noch mal behandelt. Da wird ein sogenanntes Hot Water Treatment gemacht. Also sie laufen da durch ein warmes Wasserbad durch. Und dadurch wären dann eventuell lebende Fruchtfliegenlarven, die direkt unter der Schale sitzen, dann abgetötet. Und wir gucken jetzt im Prinzip hier nach Weichstellen. Mal kurz noch die Handschuhe aufsetzen. Hygiene ist das A und O. Einmal, um die Ware zu schützen, aber auch, um versehentliche Verbreitung von Schädlingen zu verhindern. Bei der Kontrolle muss Andreas Scharnhorst vorsichtig sein. Im Prinzip tastet man jetzt die Frucht ab und schaut, ob irgendwo eine Weichstelle ist. Ne? Und wenn man eine Weichstelle gefunden hat, drückt man links und rechts von der Weichstelle drauf. Und wenn dann Fruchtsaft austritt, dann besteht die Möglichkeit, dass da Fruchtfliegen drunter sind. Dann wird man aufschneiden. Und dann schauen, ob wir da Fruchtfliegenlarven drin finden. Die winzigen Insekten in den Früchten zu finden, das ist die tägliche Herausforderung für die beiden. Ich sag mal so, 2% ungefähr der Sendung haben wir schon einen Befall drauf. Aber es war, bevor das mit dem Hot Water Treatment gemacht wurde, war es schwieriger. Da hatten wir öfters mal einen Befall gehabt. Und das merkt man jetzt schon, durch die Behandlung ist besser geworden, auf jeden Fall. Wir können immer noch nicht Stichprobe machen. Also alles hier zu beschauen, sieht man ja, das ist eine Riesensendung, das kann man nicht leisten. Aber dass man einen gewissen Querschnitt beprobt, um dann eine gewisse Wahrscheinlichkeit zu haben, dass man einen Befall finden würde, wenn einer da wäre. 4500 Körner. Ja, mach mal. 15 Stück lang. Das reicht von der Größe her, Stichprobengröße her. Ich nehme mal 2 als Probe mit hoch. Okay. Dass wir die eintragen, weil die haben ein paar weiche Stellen. Ich glaube nicht wirklich, dass was dran ist, aber oben stellen wir es dann genauer fest. Okay, gut, dann trage ich die Probe mal ein. Ja, es sind nur Stellen, die so etwas braun und weich sind, wie das hier. Und sowas könnte im Prinzip schon eine Einstechstelle sein. Ich glaube es nicht ganz, weil hier kein Saftaustritt erfolgt, aber wir überprüfen es auf jeden Fall. Das ist wichtig, denn durch eingeschleppte Schädlinge und Pflanzenkrankheiten können bei uns in Europa ganze Ernten vernichtet werden. Als nächstes nimmt sich Andreas Scharnhorst diese Früchtchen aus Uganda vor. Oder ist es doch Gemüse? So, die Garden Eggs habe ich schon mal. Das ist Gemüse, Solanum ethiopicum. Und ist verwandt sozusagen mit der Aubergine. Andreas Scharnhorst prüft, ob jemand darin wohnt. Ja, ne, das sieht man schon. Das ist Fraßspur. Ne?
Jetzt muss man im Prinzip schauen, ob wir jetzt hier noch irgendwo ein lebendes Insekt finden. Aber so wie der Fraßgang aussieht, ist es schon raus. Ne? Also das sieht aus, als wenn da mal ein Ei drin gelegen hat und das Insekt, was da drin ist, schon rausgeschlüpft ist. Mit einer Lupe untersucht Andreas Scharnhorst die Fraßspur. Denn die beiden suchen nur nach lebendigen Tieren. Wenn wir keine lebenden Insekten finden, also wenn wir keinen tatsächlichen Befall finden, dann können wir die Sendung deswegen nicht anhalten. Also wir müssen tatsächlich lebenden Befall finden. Auch selbst wenn wir jetzt Tote finden, ne, dann geht man davon aus, okay, die haben das irgendwie behandelt. Ne, und dann haben wir auch keine Möglichkeit mehr, die Sendung zurückzuweisen oder in Quarantäne zu stellen, wie auch immer. Aber es ist natürlich ein Indiz dafür, mal genauer reinzugucken. Ne? Also ich würde jetzt mal ein paar zur Probe mit hochnehmen. Wir können ja auch ob unter den Kelchblättern Tripsbefall, ob da Tripslarven dran rumkrabbeln. Okay. Beziehungsweise, wenn wir etwas Zeit haben, schaue ich hier unten gerade nach. Ja, wollte ich gerade sagen. Wenn nicht, nehmen wir zwei, dann drei ich Kartons mir, dann nehme ich mir die Kiste gerade in den Raum. Und schütten die mal aus. Gut, Schlüssel. Aber du hattest bis jetzt nur den verlassenen Fraßgang, ne? Nur die da, ja. Ja, die sehen im Prinzip okay. Sehen die ganz gut aus. Nee, waren keine Einstichstellen, war alles gut. War nur tatsächlich die eine, die eine Einstichstelle hat. Trotzdem könnte das ein Zeichen dafür sein, dass noch mehr der kleinen Auberginen befallen sind. Daniela Cavani und Andreas Scharnhorst wollen auf Nummer sicher gehen. Im sogenannten Beschauraum untersuchen sie die Sendung genauer. Dadurch, dass wir die jetzt praktisch hier auf dem Tisch verteilen können, haben wir einen viel besseren Überblick über die ganzen Früchte, wie als wenn man die immer nur einzeln aus den Kartons rausholt. Ne? Nach mehr als 20 Jahren als Pflanzenchecker am Flughafen können sich die beiden auf ihr Bauchgefühl verlassen. Ja, guck mal hier so auf, ein Bohrloch, da ist es. Tatsächlich. Ja. Ich habe hier ein Bohrloch und bei denen geht es hier um den Auberginenbohrer. Der ist sozusagen quarantänischer in der Regel. Das sind alles Pflanzenschädlinge, die es in der EU noch nicht gibt. Die potenziell für den Anbau und für die Natur in der EU potenziell schädlich sind. Die werden als quarantänischer Erreger eingestuft. Und wenn wir im Prinzip in so einer Sendung einen quarantänischer Erreger finden würden an einer Frucht, dann wäre der ganze Teil dieser Sendung dann nicht einfuhrfähig. Proben der Auberginen aus Uganda nehmen die beiden zur weiteren Untersuchung mit in ihr Labor. Gut, dann haben wir unsere Probe gezogen für oben. Machen wir die Kartons wieder zu. Das Ergebnis? Keine lebenden Larven. Die Auberginen aus Uganda dürfen weiter zum Empfänger.